Das heißt, wir haben eigentlich gar keine große Alternative, als in diese Gruft zu gehen. Woran hast du gedacht? Ich tu's. Die ist ja schon ein bisschen größer. Auf der Brücke könnte allerdings eine Falle sein. Brauchst du mich? Dann jetzt der Heilzauber, den du hast. Sag, was du von mir willst. Halt die Jatta mit Schützen! Auf in den Sieg! Wie kann vorwärts? Dein Befehl? Worum handelt es sich? Verstanden. So, was hast du gehabt für eine Waffe? Ach, nur ein Flegel. Ja? Was? Wenn es sein muss. Sag, was du von mir willst. Spür meine stählerne Klinge. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Sofort. Was ist los? So soll es geschehen. Brauchst du mich? So, sofort. Das ist ein Zweihänder, oder? Ja. Zweihänder sind was wert. Woran hast du... In Ordnung. Du bist hier doch nervig. Wie kann ich helfen? Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Ich höre, ich tu's. Scharfsinn, in Ordnung. Was? In Ordnung. Na komm, locken wir gleich ein paar mehr an. Dein Befehl? Das dauert wieder ewig. Eine Spür Schande, dass wir Gewalt Klinge. Müssen. Ja? Schau mir ruhig zu. Das ist auch ein Zweihänder. Weiter! Ansonsten liegt hier aber nichts, was wertvoll aussieht. Was ist los? Mit Vergnügen. So, jetzt warten wir hier mal kurz. Sag, was du von mir willst. Ich schlag dich in Stücke. Schlag dich in Stücke. Ah! Einverstanden. Bereit zu noch mit deiner Erlaubnis. Das sieht auch alles aus, als ob's nix. Oh doch, ein erstklassiger Streitkolben, der wird mitgenommen. Woran hast du gedacht? Ist das alles? Wie kann ich helfen? Vorwärts! So werden wir wahrscheinlich die Brücke als Rückzug blockieren. Ich höre. Und hier sind immer mit noch Vergnügen. Oben. Aber nein, ich glaube, sie kommt gerade zu durchgelaufen. Dein Befehl. Wie laut? Ich werde mein Bestes geben. In Ordnung. Okay, noch einer. Ja, weiter. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Was ist los? Ich tu's. Machen wir mal einen Quick Save, sicher ist sicher. Sag, was du von mir willst. Ist das alles? Das hier soll wohl eine Wand darstellen. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Ich höre, so soll es geschehen. Dein Befehl? Auf in den Sieg! Vorwärts! Was? Ist das alles? Helm. Langschwert.
Der Helm sieht halt nett aus. Nein, wenn man ihn trägt, nicht wirklich. Wie sieht das aus, wenn du ihn trägst? Ja, von mir aus. Wobei, der sieht besser aus. Genau, der Zwerg. Mit den Flügeln. Ja, weiter. Was ist, ist das alles? Na, Bingo. Sag, was du weiter. Bringt ja was, sich langsam vorzutasten. Wenn es sein muss. Ja, komm nur. Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Ganz ehrlich, Zombie, wo ist mein Böses zerschlagen? Achso, stimmt, Zombie und Tote ja. Sind nicht unbedingt böse. Sag, was du von mir willst. Haben wir ein Böses entdecken? Schutz, Böses entdecken. Ja, die Skelette hier sind nicht böse. Wie kann ich helfen? Verstanden. Worum handelt es mit deiner Erlaubnis? Das Problem ist, nur weil sie hirntot sind, heißt das nicht, dass sie böse sind. Dein Befehl? Weiter! Ich höre, ich tu's. Ja? Auf in den Sieg! Was? Wenn es dein Wunsch ist? So, die Treppen allerdings könnten wieder mit einer Falle versehen sein. Sag, was du von mir... In Ordnung! Euer Schutz ist nah! Spür meine steinerne Klinge! Oh, hi. Jetzt haben wir die ganze Gruft aufgescheucht. Ist etwas nicht in Ordnung? Wacht schon, wacht schon, fertig! Wie kann ich helfen? Brauchst du mich? Was ist los? Dein Befehl? Ich spüre mir mein Bart in deinem Blut! Jetzt wird's gefährlich. Sie ist nämlich festgehalten, das heißt... Aua! Jetzt sollten wir hoffen, dass die Gruft leer ist. Ja. In Ordnung. Okay. Sag, was du von einverstanden. Woran hast du gedacht? Wenn es sein muss... Es gibt da aber noch ein Räumchen, okay. Wie kann ich helfen? Heilen wir mal ihre Krankheit. Oh, das ist praktisch, das heilt auch ein paar Lebenspunkte. Schatten. Dein Befehl? Was? In Ordnung. Ja, sag, was du von mir willst. Schatten sind nicht so nett. Was ist los? Ist das alles? Wie kann ich helfen? Woran hast du gedacht? Wenn es sein muss. Okay, noch ein niederer Schatten. Dein Befehl? Es soll geschehen. Sehr schwer erwischt. Ja, mit deiner Erlaubnis. Ja, in Ordnung. Ich höre, so soll es geschehen. Sag was sofort. Was? Ist das alles? Wie kann ich helfen? Kommt her, wenn ihr euch traut.
Was ist los? Wenn es dein Wunsch ist. Hier ist noch ein niederer Schatten. Und ein Ghoul, okay. Dein Weg sofort. Immer erledigt. Ja? Kann ich helfen? Bereit, sofort. So, der Ghoul ist weg. Ich erledigt. Sag, was du von mir willst. Haben wir noch den Schatten. Gut, damit gilt die Krypta als gesichert. Woran soll es geschehen? Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Das heißt, wir ziehen uns jetzt hier in eine Ecke der Krypta zurück. Machen Sie jetzt einfach Quicksave und dann rasten wir. Gut. Was? Ist das alles? Dann gucken wir mal, was hat das Ding hier zu bieten? Eine kaputte Rüstung. Die könnte nur was wert sein. Schlüssel zum Allerheiligsten. Trank der Geschütztheit. 50% gegen Elektrizität. Ha, nicht mal, gar nicht mal so unschlecht. So, dies ist ein reifverzierter Silberschlüssel, auf dessen Griff ein roter Edelstein prangt. Bei genauer Hinsehen ist ein kleiner Totenkopf erkennbar, der in den Edelstein geritzt wurde. Nett. Dein Befehl. Vorwärts. Ich höre. So, wir sind wieder geheilt. Können also noch nach Pfeilen hier gucken. Scheinen aber keine hier zu sein. Geld und die Unsichtbarkeitsschriftrolle. Oh, nicht schlecht. Dolch. Sprühende Farben. Trag der Stärke. Berührtes Wesen unsichtbar machen. Ja, Dolch plus 1 ist halt besser als leider als Aspelsdolch. Wobei Aspelsdolch können wir als Souvenir behalten. Dieser Sarkophag ist nach unbekannter Manier versiegelt worden. Der Deckel lässt sich keinen Millimeter anheben. Ja, sofort. Gut, das heißt, die Krypta ist jetzt auch leer. Also gecleared. Bleibt jetzt nur noch die Hauptkrypta, die große oben. Wo das... wo der Geist davor rumgelungert hatte. Weiter! Nicht der Geist, der Schatten. Und ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein, das war... Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ein Bug war. Dieser niedere Schatten respawnt ständig. ETW, 15 Trefferpunkte, unser Zwerg wird immer stärker. Sag, was soll geschehen?
Also, wenn wir wieder rauskommen, wird der wieder da sein. Diese Statue steht ein Barbarenkrieger, der sich auf ein zweihändiges Schwert stößt. Die Statue ist mit der Zeit verwittert. Was? Mit Vergnügen. Die mit der Zeit längst verwitterte Insel lässt sich kaum noch entziffern. Er haltet sie für eine Warnung, die Gruft nicht zu betreten und ihre Wächter nicht zu stören.